fertig. Stellen wir ein bisschen runter. Ich stelle noch ein bisschen drauf, dann kann ich noch ein bisschen dünsten und dann ist das aber auch soweit. Suppe ist auch gleich fertig. Auch mal einen Deckel drauf. Nochmal. Ja, die ist auch fertig. Gut. Dann kann ich daran gehen, das Fleisch zu braten. Ich werde jetzt das Hähnchen braten. Weil ich nicht weiß, ob die das essen wollen würden, nur als Fleisch sozusagen. Deswegen schneide ich noch ein bisschen Hähnchen dazu und brate das damit an. So, ich habe ein bisschen runtergestellt, weil ich das Hähnchen gerade vorbereitet habe. Ich würde sagen, wir sind fertig. Bisschen noch vielleicht ziehen lassen und dann ist gut. Fleisch habe ich hier auch schon aufgesetzt. Fleisch, kommen auch Zwiebeln dazu gleich. Und jetzt soll ich sie raus. Wird viel zu viel sein. Ich werde das, wie gesagt, einfrieren, dann kann ich das immer mal zwischendurch essen. Also ich mag die nämlich sehr gerne. So, hier haben wir die auch fertig. Wirklich sehr, sehr lecker. Zweite Ladung. Pfeffer.
Paprika. Und dann machen wir gleich noch die Pfannkuchen dazu. Und die mache ich auch Pi mal Daumen, also so aus dem Kopf wieder freischnauze. Weil ich habe ja eh nichts zum Abmessen. Ich habe auch keine Lust, jetzt im Internet zu gucken. Ich habe das, glaube ich, alles noch im Kopf. Und dann mache ich das einfach so, wie ich das so ja, mir denke. Und das wird schon klappen. Ich weiß nicht, ob ich Apfelpfannkuchen machen soll oder nur mit Zucker und Zimt. Und ich habe da noch das hier. Soll ich noch Reis dazu kochen oder nicht? Ich weiß nicht. Doch, das reicht ja. Ich mache hier einfach warm. Schön warm machen, vielleicht ein bisschen Zwiebeln und so. Das müsste reichen mit dem Bulgur und so. Ich denke, ich mache nichts. Muss reichen. Suppe auch noch. Mehr als genug Pfannkuchen macht auch satt. Würde ich mal so sagen. Ein bisschen Gewürz. Fetten ist ein wenig, deswegen geht das schneller an. Fett ist weg. Ich muss noch reinmachen, dann ist ganz durch, glaube ich. Saugt natürlich viel auf, weil der Bulgur. Ohne Kalorien ist das nicht. Ich nehme nochmal den Deckel drauf. Die Pfanne brauche ich auch gleich für die Pfannkuchen. Deswegen warten wir noch einen Moment damit. Und ich schneide hier schon mal die Zwiebeln rein. Müsste eigentlich durch sein. Lass mal gucken hier. Ja, ist durch. Ein Hähnchen wisst ihr ja, bin ich sehr, sehr skeptisch. Muss alles richtig durch sein. Meine Mutter ist wieder weg. Habe ich bestimmt wieder an meinen Schreibtisch gehen. Als ich das Aloe Vera Video gedreht habe. Ich habe ja noch eins gedreht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es noch nicht online gestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. So. Nach zwei. Immer noch eine. Auch zu wenig Fett. Thank you.
das. Machen hier. Beide. Ist alles fertig soweit. Ich habe Kopfschmerzen. Hatte ich ja vorhin schon. Ist nicht besser geworden, leider. Naja. Fettig, ne? Macht fett. Gut. Dann noch alles von der Flamme runternehmen und dann werde ich mal ein bisschen abwaschen und dann gehen wir an die Pfannkuchen. Könnt ihr mal zugucken, ich bin dabei, die wieder abzuwaschen. Und dann wären wir soweit. Geht's los, Leute, mit meinem Kopfrezept. Wie viele Eier haben wir denn noch? Eierbeugen natürlich. Mindestens 4. Das ist dreckig. Ich mach mal rein. Wäsche muss ich auch wieder waschen. Auch nicht so massig machen, weil 2 Eier müssten eigentlich reichen. 1, naja, aber es ist eine Eiermasse, ne? Ich mache noch 3. Genau. Salz. Und Milch. Und dann lasse ich das nämlich hier schon mal angehen, damit das schon mal ordentlich Feuer hat hier auf dem Herd. Und das ist zu viel. So, das ist aber schon heiß, ne? Ich hatte es ja warm, warten wir mal. Ja, Mensch, ein bisschen Salz. Und ein bisschen Mehl, ne? Ist ja nicht genug, glaube ich. Und einmal ein Schneebesen und Milch. Freiner Schnauze wieder, ne? Ich sag's euch. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ui, muss ich mal kleckern, Mensch. Na, schon so eine hohe Schüssel. Trotzdem kleckert Mama immer. Und Schneebesen wäre es natürlich jetzt besser.
Mit dem elektrischen haben wir ja aber nicht. Deswegen müssen wir nehmen, was wir haben. Backpulver habe ich vergessen. Mein Speicher ist rappelvoll. Ich verstehe es nicht. Egal. Also, ihr wart eben wieder Ende, weil Speicher voll. So, ich habe jetzt Backpulver zum Glück noch gefunden. Wir brauchen nicht so viel. Ein bisschen, würde ich sagen. Und dann reicht das. Und dann muss ich aber hier unbedingt den Ofen anmachen. Dann steht das zurück, damit ich das Fett heiß habe. Ein bisschen mit Klümpchen natürlich jetzt verbunden, aber es ist nicht schlimm. Jetzt mache ich so 4-5 kleine Pfannkuchen. Das müsste eigentlich reichen, hoffe ich. Und ein bisschen noch, vielleicht ein bisschen Milch noch. Moment. Noch Schnutze. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann haben wir was gelernt. Ne? So, ich mache meine Schöpfkelle hier und würde einmal rein damit. So. Ich habe mich entschlossen, keine Apfelpfannkuchen zu machen, weil ich nicht weiß, ob die das mögen. Deswegen lasse ich das mal am besten. Ist das heiß? Nee. Okay. Und dann ist das voll cool an. Ja. Mal gucken, ne? Das funktioniert. Das habe ich nicht gemacht. Ja, da könnte ich fast hier rumgehen. Mal einen Deckel holen. Dass wir den wenden können. Ein bisschen runterdrehen. Dann holen wir mal Zucker. Ich würde sagen, wir machen kein Zimt drauf erstmal. Ist der Zucker hin? Ich kann ja jetzt auch so einen Kaiserschmarrn draus machen. Dann bräuchte ich Puderzucker, den habe ich leider nicht. Aber ich denke mal, dass es auch so geht. Mal gucken. Müsste durch sein, oder? Ich glaube schon. Kann man ja auch gut in der Mikrowelle warm machen. Man könnte dann auch Nutella drauf machen. Habe ich auch. Sagt mal, habt ihr auch gehört von dem Nutella-Skandal, dass da jetzt auch von Ferrero da irgendwas passiert sein soll? Wieder wie mit den Überraschungseiern. Also ich habe jetzt hier ja ein. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. So. Ist das durch? Ich sehe nichts ohne Brille. Ich lasse lieber noch ein bisschen. Natürlich auch Äpfel reinmachen, geschnittene Äpfel, aber ich weiß nicht, ich mache es lieber so. Der ist jetzt auch fast fertig, sonst verbrennt er mir hier. Mal gucken. Ja. Und dann könnte man Zimt und Zucker drauf machen. So, den nächsten
mir zu heiß eingestellt. Erstmal ein bisschen runter hier, sonst wird das so ne? Bisschen umrühren hier die ganze Masse wieder. Und dann tue ich das mal wieder rauf. Vielleicht ein bisschen dünner diesmal. Auch nicht dünner geworden, ne? Wie das schmeckt. Ja, lecker. Ein bisschen mehr Zucker vielleicht, ne? Ja, es ist krass. So ist es heiß, ja. Hit. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Soll ich noch mal einen mit Apfel machen? Zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Schmeckt auch richtig lecker. So, der nächste. Und dann würde ich sagen, ich schneide mir erstmal einen Apfel. Miley! Nein! Meine Jungs kommen wahrscheinlich. Und zwar einfach so kleine Scheiben und dann würde ich die da reinmachen. Könnt ihr natürlich auch zuckern vorher, aber die Äpfel sind ja schon süß genug, deswegen muss man eigentlich nicht. Jetzt muss ich natürlich wieder Fett reinmachen. Naturgemäß kommt natürlich ein bisschen Öl rein. Da ich das nicht habe, nehme ich ein bisschen mehr. Und mache dann wieder den Teig da rein. So, und dann die Äpfel gleich reinschälen, möglichst dünn, gleichmäßig überall verteilen. Je nachdem, wie viel Äpfel man haben möchte. Ich habe jetzt so einen halben drin. Muss man dann abschätzen, wie viel man möchte. So. Noch immer gleich zuckern, weil sonst nimmt der Teig den Zucker nicht so gut auf. Mmh, lecker. Zimt könnt ihr auch drüber machen, mag ich aber nicht. Das hat doch gut.
gut geklappt, ne? Auch ohne. Ein bisschen mehr Salz hat reingekommen. Auch ohne Rezept. Also man muss nicht immer alles abmessen, ne? Alles nicht so wichtig. Und dann das gleiche nochmal. Einmal drehen gleich. Jetzt ist da mir ein bisschen zu kalt geworden hier, die Platte. Und das ist schon echt doof mit diesen Heizplatten. Naja. Man muss haben, nehmen, was man hat. Ne? Das ist was. Ja, der kann auch gedreht werden. Okay, jetzt so ein bisschen zu großen Deckel genommen. Wenn ihr den kleinen Deckel nehmt, klappt das natürlich besser. Einmal drauf und einmal rum. Ich habe das 100 Mal gemacht in meinem Leben, deswegen klappt das. Kann natürlich sein, dass ihr da ein bisschen üben müsst, aber in der Regel ist das kein Hexenwerk, ne? So, jetzt sind natürlich Äpfel drin. Müsste jetzt ein bisschen ja, ruhen, damit die Äpfel auch weich werden und den Geschmack annehmen vom Teig und umgekehrt. Und wie können wir denn hier noch rausholen? Sag mal, einen kriegen wir hier noch raus. Der wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen dicker. Und reicht auch. Dann haben wir 4 Stück. Mehr als genug, würde ich mal sagen. Eier dann hier weg. Ich habe noch ein Ei. Das ist auch heil. Das klebte da so ein bisschen. Ja, ist heile. Kann man sich Sahne drauf machen. Könnt ihr Nutella drauf machen. Also Früchte drauf machen. Alles, was man will. Die nächsten Mal hier aber ohne Apfel. Ich weiß nicht, ob wir uns das essen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne? So. Sieht man, glaube ich, ganz schön. Und den Bulgur von gestern werde ich hier gleich in das Fleisch reinmachen. Mit ein bisschen Butter noch und dann ist das auch in Ordnung. Mal einmal umdrehen. Und dann ist der auch gleich fertig. Psst. Kann den mal extra legen. Dann vermischt sich das nicht mit den anderen, falls ich das nicht wollte. Mache ich den mal auf den Extra-Teller. Hier mal, das ist ein bisschen Lütt hier. Der ist ein bisschen Lütt. Noch kein größer Mann. Das ist ein größerer Teller hier. Ja. Der passt doch ganz genau. So, der könnte auch fertig sein. Na, einmal drehen noch. Der ist jetzt natürlich schwerer. Aber hat geklappt. Alles kein Problem. Da machen wir jetzt auch gleich Zucker drauf. Ist ja noch von der Seite einmal und dann bin ich fertig. Dann kriegt Miley noch ihr Futter und dann ist es auch schon fast wieder soweit. So, dann mache ich dann hier drauf. Zucker. Miley. Und noch einmal Fett. Dann ist es vollbracht. Ja, Baby, das ist ein bisschen dicker, habe ich doch gesagt. Ja. Aber egal, macht nichts. An den Rand dran. Also es ist mit den Wänden gleich ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. Messer ein bisschen aufräumen hier schon mal. Fett ist auch fertig. Kann ich weg. Ein bisschen Vanillezucker hätten wir auch drauf machen können eigentlich. Mal ein bisschen über den Apfel rüber vielleicht. Da auch so. Ich
jetzt noch mal kurz einmal aufpassen. Ja, das wird gleich mit den Wänden kompliziert, aber das kriegen wir alles hin. Den teile ich so ein bisschen an den Rand. Miley, was isst du da? Psst, keine Zwiebel essen. Isst du denn Zwiebel? Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Du darfst keine Zwiebeln. Kritsch, kritsch, kritsch. Sie hat so einen Hunger. Hab sie hier noch entnommen. So. Dann müssen wir jetzt einmal drehen. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ran. Aufmachen unten. Hatte ich letzte Woche aufgemacht, die ist auch nicht mehr gut. War schade, aber nicht zu ändern. Manchmal passiert das. So, wollen wir hier mal gucken. Ja, die müssen wir mal wenden. So. Genau, und das dürfte eigentlich dann auch das letzte Mal gewesen sein. Und dann haben wir es geschafft. Dann werde ich das jetzt gleich nochmal warm machen. Mit dem Bubblegum rein. Von gestern. Und dann müsste eigentlich alles noch in Ordnung sein. Ja. Und hier müssen wir noch Dings machen. Müssen noch die Pfefferminze braten, das mache ich auch mal eben gleich für die Suppe. Ich glaube auch, ich muss ein bisschen Wasser reinmachen. Ich glaube, ich habe noch nicht viel Wasser. Ein bisschen Butter dann in die Pfanne, wenn das hier fertig ist. Und dann können wir da gerade hier. Oh, gerade noch rechtzeitig, ne? Ist ein bisschen länger. Ja. Leute, hab es wieder geschafft, ne? Ist auch gleich dunkel, wie ihr seht. Dauert, ich würde mal sagen, noch 20 Minuten ungefähr. Dann dürfen die Jungs essen. Viel eingestellt da unten. Mal ausmachen hier überall. Ja, ist aber auch fertig. Seht ihr, ist auch fertig. Okay. Machen wir jetzt auch noch mal Zucker drauf. Hier machen mit den Pfefferminzen. Die Suppe ist ein bisschen dickflüssig geworden. Muss ich ein bisschen Wasser reinmachen, glaube ich. Muss ich mal abkochen eben. Und
ich weg. Die Fruchtfliegen sind übrigens weg, ne? Total weg. Haben wir Glück gehabt. Da hätte ich jetzt auch keine Lust mehr gehabt. Das hat mich echt schon die ganze Zeit genervt jetzt. Die sind weg, die haben wir einfach gekriegt. Also Apfelessig stehen lassen darf. Da steht mein offenes Apfelessig. Ist zwar jetzt, oder ist das mein Brandy? Das ist kein Apfelessig, das ist normales Essig gewesen, ne? Das war gar kein Apfelessig, das war normaler Essig. Genau, Weinbrandessig ist das. Genau, Apfelessig war das gar nicht. Aber Apfelessig hat hier ja auch überall hingestellt. Noch einmal die Pfefferminze anbraten für die Suppe. Und das Fleisch nochmal mit dem Joghurt. Und jetzt kann ich hier kein Kochen mehr dran, weil es nicht an ist. Gleich nochmal an, wenn wir fertig sind. So, Leute, das war's. Und dann werde ich anfangen mit dem Abwaschen. Wir sind soweit fertig mit Kochen. Hier sind meine ganzen produzierten Dinge. Und hier ist mein produzierter Abwasch. Den werde ich nochmal eben machen. Und dann haben wir es geschafft. Ja, ich bin in meinem Zimmer und habe mein letztes Abschminktuch in der Hand. Hey, wir müssen unbedingt morgen welche kaufen, sonst kriege ich das nicht ab. Ja, die Jungs sind weg zum Beten. Heute ist wohl kein Tirgitjesse, was so viel bedeutet, dass
Ja, dass die Engel auf die Erde kommen und sozusagen ja, gucken, ob man Gutes tut für seinen Glauben. Also viel betet. Man soll also in dieser Nacht Koran lesen und beten. Und obwohl das auch einige sagen, es sei jetzt nicht, man wüsste nicht genau, ob es diese Nacht ist oder ob es irgendeine Nacht sein könnte. Naja, die Jungs sind jedenfalls alle zur Moschee. Und ich bin mit meinem anderen Sohn hier, der ist noch da. Ja, mein Kosmetiktuch ist alle, beziehungsweise es sind alle. Müssen wir unbedingt neu kaufen. Es ist 10 nach 10. Und ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Und dann mir selber ein paar Videos angucken. Das Wohnzimmer habe ich alles ausgemacht. Mit Miley war ich vorhin draußen. Das müsste eigentlich noch reichen, glaube ich, bis morgen früh. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch was macht, aber ja, ich ziehe mich jetzt schon mal aus. Wenn sie Anstalten macht, noch mal raus zu müssen, kann sie ja mit meinem Sohn nachher gehen. Die kommen ja nachher wieder. Genau, also ich würde mich von euch gerne verabschieden wollen und wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Und ja, wie gesagt, ich muss mal ein bisschen was tun. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Und das mache ich mal eben. Und ich hatte ja noch ein anderes Projekt, habe ich heute ja für gearbeitet, da habe ich mal eben nachschauen, wie weit das ist. Und mal gucken, ob das Foto auch so angenommen wurde und immer noch so steht und nicht verkehrt rum auf dem Kopf. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön, bis morgen.